Unter den bewaffneten Spezialeinheiten der Nationen der Welt befinden sich einige der beeindruckendsten Einheiten, die es je gab. Von der Ausbildung bis hin zu ihren Einsätzen gehen sie über die normalen Streitkräfte hinaus. Und zwar in einem Ausmaß, das du dir kaum vorstellen kannst. Chayetet 13. Israel hat eine ganze Reihe von Spezialeinheiten, aber die Chayetet 13 ist wahrscheinlich die angesehenste und gleichzeitig eine der geheimsten. Die 1949 gegründete Einheit wird auch als Volk des Schweigens bezeichnet und an ihren Uniformen kannst du erkennen, dass sie wahrscheinlich sehr gut darin sind, Menschen zum Schweigen zu bringen. Obwohl sie in fast allen großen Kriegen Israels gekämpft und gefährliche Missionen zur Aufstandsbekämpfung durchgeführt haben, hast du wahrscheinlich noch nie viel über sie gehört. Das liegt daran, dass die israelische Regierung die Details über sie so streng geheim hält, dass nur sehr wenige Informationen an die Öffentlichkeit gelangen. Was man über diese geheimnisvolle Einheit der israelischen Marinekommandos weiß, ist, dass sie aus 3 Kompanien besteht. Die Raiding Company ist für Attentate, Überfälle und Terrorismusbekämpfung zuständig. Die Underwater Company, deren Name schon verrät, dass sie hauptsächlich Seeangriffe und Aufklärungsmissionen durchführt, und die Above Water Company, die die Boots- und U-Boot-Flotte der Chayetet 13 für Transporte und Überwasserangriffe betreibt. Viele Spezialeinheiten auf der ganzen Welt verlangen von ihren Rekruten ein Mindestmaß an Militärdienst und die Rekruten der Chayetet 13 müssen eine besonders hohe Messlatte erfüllen. Für die Aufnahme in die Truppe sind mindestens 4,5 Jahre Dienstzeit erforderlich, ganz zu schweigen von den 20 Monaten intensiver Ausbildung, die sie absolvieren müssen. Diese beginnt mit der Grundausbildung und der Fortbildung, die beide darauf ausgelegt sind, die Truppen auf Herz und Nieren in der Seekriegsführung zu prüfen. Dann durchlaufen sie eine fortgeschrittene Ausbildung im Kampftauchen, bei der sie einzigartige Chayetet 13 Neoprenanzüge und hochmoderne Atemgeräte benutzen. Dieses Training hebt die Bedeutung von Tarnung auf eine ganz neue Ebene, da sie kaum Sauerstoffblasen entweichen lassen dürfen und ist so intensiv, dass schon Kommandos während der Übungen gestorben sind. Um zu trainieren, wie man die Gefangennahme durch den Feind übersteht, werden die Chayetet-Anwärter von ihren Vorgesetzten fiktiv entführt und 2 Wochen lang unter gefängnisähnlichen Bedingungen festgehalten. Eingesperrt und allein sind sie schrecklichen Verhör- und Gewaltandrohungen ausgesetzt und werden gezwungen, erniedrigende Tätigkeiten auszuführen, indem sie nackt ausgezogen werden. In den meisten Teilen der Welt wird das als Folter bezeichnet, aber in Israel nennt man es Training. Es ist ziemlich klar, dass diese Vorbereitung unglaublich brutal und anstrengend ist, sowohl für den Körper als auch für den Geist. Daher ist es nicht überraschend, dass die Abbrecherquote extrem hoch ist. Wie bei einer Organisation wie dieser nicht anders zu erwarten, ist die genaue Zahl geheim. Wir wissen nur, dass so wenige durchkommen, dass es Jahre gibt, in denen die Einheit aufgrund der geringen Teilnehmerzahl kaum arbeiten kann. Das hat sie aber nie davon abgehalten, gefährliche Missionen wie die Operation Full Disclosure durchzuführen. 2014 wurde das iranische Schiff Class C identifiziert, das tödliche Langstreckenwaffen durch das Rote Meer transportierte. Die Chayetet 13 wurden hinzugezogen und auf alle Eventualitäten vorbereitet, bevor sie das Schiff erfolgreich beschlagnahmten, ohne jemals entdeckt zu werden. Aber noch unglaublicher war, dass die Chayetet 13-Kommandos im Libanonkrieg 2006 hunderte von Kilometern geflogen und hinter feindlichen Linien abgesetzt wurden, um die Hisbollah-Hochburg Tyrus zu überfallen. Es war eine selbstmörderische Mission, da die Hisbollah-Kommandeure ein Raketennetzwerk unterhielten und sie in Sekundenschnelle hätten auslöschen können. Die Chayetet 13 schaffte es jedoch, 30 Hisbollah-Kommandeure zu infiltrieren und auszuschalten, ohne einen einzigen Soldaten zu verlieren, und hielt die Raketen gut unter Verschluss. Das ist zwar unbestreitbar beeindruckend, aber das sind nur 2 von unzähligen Siegen, an denen diese Veteranen beteiligt waren. Und ehrlich gesagt ist es unwahrscheinlich, dass die Welt jemals von den meisten Einsätzen dieser geheimen Einheit erfahren wird. Die Alpha-Gruppe. Russland nimmt die Dinge sehr ernst, wenn es um die nationale Sicherheit geht, und das beweist die Existenz der furchterregenden Alpha-Gruppe. Mit dem Motto, wo Alpha auftaucht, hört der Kompromiss auf, kannst du dir eine Vorstellung davon machen, wie gnadenlos diese Spezialeinheit wirklich ist. Sie wurde 1974 nach den Terroranschlägen während der Olympischen Spiele in München unter dem Kommando des russischen Geheimdienstes KGB gegründet und nach und nach zu einer Spezialeinheit zur Terrorismusbekämpfung ausgebaut. Heute sind sie damit beauftragt, komplexe Geiselsituationen in einer Vielzahl von Szenarien zu lösen, darunter die Stürmung entführter Gebäude, Züge und Fahrzeuge.
Um sicherzustellen, dass nur die besten Rekruten in die einen aufgenommen werden, müssen alle potenziellen Kandidaten einen Hochschulabschluss vorweisen und eine mindestens 3-jährige Ausbildung absolvieren. Dazu gehört eine zermürbende Phase der Infanterieausbildung, Fallschirmspringen, Tauchen, Scharfschützeneinsätze und praktisches Schießen. Außerdem lernen sie eine Reihe von Fremdsprachen und Kampfsportarten, um sich aktiv auf jede terroristische Situation vorzubereiten, und erhalten ein intensives psychologisches Training, um ihre Loyalität zum Kreml zu festigen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Diese Ausbildung macht sie zu einem Eckpfeiler der russischen Militärmacht. So sehr, dass ein Militärputsch gegen Präsident Michail Gorbatschow im Jahr 1991 scheiterte, weil sich die Alpha-Gruppe weigerte, daran teilzunehmen. Obwohl andere KGB-Führer damals mit der Hinrichtung drohten, blieb die Alpha-Gruppe ihrer Loyalität treu und weigerte sich, gegen die Parteiführung vorzugehen. Dank dessen konnte kein Angriff auf das Parlamentsgebäude stattfinden und der Putsch fiel schließlich wie ein nasser Kuchen auseinander. Die Alpha-Gruppe ist ein wichtiges Rückgrat des russischen Militärs, doch ihr Ruf als gnadenlose Einheit hat erschreckende Gründe. Im Jahr 1979 führten sie 700 sowjetische Truppen beim Angriff auf den Tajbek-Palast in Kabul an. Ihr Befehl war einfach: Töte jeden, der sich in dem Gebäude befand. Mit 2200 Menschen auf dem Gelände, darunter hochtrainierte Soldaten der Armee und Palastwachen, waren die Sowjets zahlenmäßig bedrohlich unterlegen. Viele Truppen hätten gezögert, aber die Alpha-Gruppe war vom ersten Tag an darauf trainiert worden, alle Befehle ohne Fragen zu akzeptieren. Sie stürmten den Palast und löschten Raum für Raum in nur 43 Minuten etwa 350 Menschen aus. Der gesamte Palast wurde in weniger als einer Stunde erobert und die restlichen 1850 Truppen und Wachen zur Kapitulation gezwungen. Dieses Ereignis festigte Alpha als eine der skrupellosesten und effizientesten Elitetruppen auf dem Planeten, als ob Väterchen Russland nicht schon furchterregend genug wäre. US Navy SEALs. Wenn Hollywood mit dem neuesten Militär-Action-Trend Geld verdienen will, siehst du auf deinem Bildschirm meist Leute, die sich um diese Jungs drehen. Diese hochtrainierten Männer, die US Navy SEALs, sind nicht umsonst als eine der führenden Spezialeinheiten des US-Militärs bekannt. Ihr Akronym leitet sich von der Tatsache ab, dass sie auf See-, Luft- und Landoperationen spezialisiert sind und ihre Fähigkeiten sind genauso anpassungsfähig, wie sie klingen. Sie können in den unterschiedlichsten Umgebungen eingesetzt werden, von Wüsten und städtischen Gebieten bis hin zum Dschungel und sogar arktischen Bedingungen. Aber die Fähigkeit der Navy SEALs, sich an das Gelände anzupassen, geht noch viel weiter und wird mit einigen verrückten Übungen trainiert. SEALs, die sich auf einen Einsatz in kalter Umgebung vorbereiten, werden zum Beispiel nach Kodiak in Alaska gebracht. Dort müssen sie sich akklimatisieren, indem sie 8 Minuten lang in den Eisfluss geworfen werden. Schon ein paar Minuten mehr reichen aus, um die meisten Menschen zu töten. Diese Art von Übungen bringt sie an den Rand der Unterkühlung, ist aber für ihr Überleben und ihre Leistung in realen Situationen unerlässlich. Aber schlechtes Wetter ist noch lange nicht alles. Bei vielen ihrer Einsätze müssen die Einheiten in gefährliche Gebiete vordringen, sodass ein konventioneller Transport nicht in Frage kommt. In der Regel werden die SEALs routinemäßig mit dem Fallschirm abgesprungen, mit einem U-Boot oder einem Hochgeschwindigkeitsboot abgesetzt oder mit einem Hubschrauber eingeflogen. Sie sind sogar darauf trainiert, in voller Kampfausrüstung zu schwimmen, um Ziele zu erreichen. Wenn sie diese Ziele erreicht haben, geht die Action erst richtig los. Die SEALs geben an, dass sie ihren Aufgaben vor allem direkte Kriegsführung, Spezialaufklärung, Terrorismusbekämpfung und Auslandsverteidigung gehören. Bei so hohen Einsätzen ist der Rekrutierungsprozess gelinde gesagt nicht einfach. Was muss man also tun, um es zu den SEALs zu schaffen? Zunächst einmal gehört zur Vorbereitung ein 12-monatiges Basistraining, aber das ist alles andere als Basis. Neben unzähligen Sit-Ups und Liegestützen werden die Anwärter gefesselt und in Pools geworfen, aus denen sie sich nur mit den Zähnen befreien müssen. Außerdem wird ihnen beigebracht, wie man 5 verschiedene Knoten unter Wasser knüpft und löst, ohne zwischendurch nach Luft zu schnappen, und wie man den Kampfschlag beherrscht, der es ihnen ermöglicht, 16 Kilometer weit zu schwimmen, ohne vor Erschöpfung aufzugeben. Und das sind nur die ersten 4 Wochen. Wenn sie es in die 4. Woche schaffen, beginnt die Höllenwoche. Das sind 5 Tage und Nächte fast ununterbrochenes Training mit insgesamt nur 4 Stunden Schlaf. Wenn die Gehirne der Kandidaten vor lauter Müdigkeit weich werden, trainieren sie hart, indem sie im Boot laufen, über das Watt kriechen, 136 Kilogramm schwere Baumstämme heben und sich sogar der Surftortur unterziehen. Wenn sie gut abschneiden, können die Ausbilder sie belohnen, indem sie ihnen erlauben, am Feuer zu stehen oder nur für ein paar Minuten zu schlafen. All das dient dazu, die körperlichen und geistigen Kräfte bis an ihre absoluten Grenzen zu bringen und sicherzustellen, dass sie effizient arbeiten können, ohne auf ihr eigenes körperliches Wohlbefinden zu achten.
Der Prozess ist so brutal, dass es Jahre gab, in denen mehr Seals im Training starben als im Kampf. Und von denjenigen, die überleben, brechen bis zu 80% der Anwärter, die die Grundausbildung beginnen, ab. Selbst Olympioniken haben es nicht bis zum bitteren Ende geschafft. Wenn sie es dann doch schaffen, folgen weitere 18 Monate Einsatzvorbereitung und intensive Spezialausbildung. Obwohl ihre realen Einsätze nur selten öffentlich gemacht werden, führte einer der größten Erfolge der Navy SEALs, die Operation Neptune Spear, zur Ausschaltung von Osama Bin Laden. Im Schutz der Dunkelheit wurden die SEALs im feindlichen Gebiet abgesetzt und schafften es, eines der wichtigsten Ziele in der Geschichte der USA in nur 30 Minuten auszuschalten. Manche Menschen schaffen es in dieser Zeit nicht mal zu duschen. Aber genau wie eine Dusche war auch diese Mission ein voller Erfolg. Aber das gilt auch für die meisten anderen Zieleinsätze, die in der Regel vorbei sind, bevor die meisten Leute überhaupt wissen, dass sie begonnen haben. Der SAS. Der britische Special Air Service ist die älteste Spezialeinheit der Militärgeschichte. Während des Zweiten Weltkriegs wurde beschlossen, dass ein Elite-Team aus hoch ausgebildeten und spezialisierten Soldaten benötigt wird, um die feindlichen Linien zu infiltrieren. So konnten sie hochgeheime, inoffizielle Operationen durchführen und dabei großen Schaden anrichten. Ihre durchschlagenden Erfolge festigten die Philosophie der Einheit. Wer fragt, gewinnt. Und heute trainiert die SAS vor allem in den Bereichen Sondereinsatzführung, Überwachung und Terrorismusbekämpfung. Was sie aber wirklich von anderen Einheiten unterscheidet, ist ihr berüchtigt brutales Auswahltraining. Obwohl die meisten Bewerber über eine militärische Ausbildung verfügen, bestehen viele den Auswahltest nicht. Er besteht aus 5 Monaten purer Hölle, in denen jeder einzelne Bewerber körperlich und geistig zermürbt wird. Die körperlichen und ausdauernden Tests umfassen zeitlich begrenzte Gewaltmärsche durch die britische Landschaft. Das hört sich vielleicht nach einem Spaziergang an, aber nicht, wenn du in nur 5 Tagen 6 Marathons bewältigen musst. Und um zu zeigen, dass sie die Strecke wirklich schaffen, müssen die Kandidaten mit Ziegelsteinen gefüllte Rucksäcke, die bis zu 25 Kilo wiegen, über tückisches Berggelände tragen, während die Zeit gemessen wird. Ohne auch nur eine Minute Zeit zu haben oder auch nur langsamer zu werden, haben die Soldaten in Spee keine andere Wahl, als jeden neuen Tag mit immer quälenderen Schmerzen zu überstehen, wenn sie bestehen wollen. Von riesigen Wunden, die sich durch das Gewicht des Rucksacks bilden, bis hin zu schweren Halluzinationen durch Hitzeschwankungen und Erschöpfung. Es wird so zermürbend, dass einige Kandidaten während dieser Auswahlphase sogar sterben. Wenn sie überleben, trainieren sie weiter im Dschungel und werden in Waffen, Taktik und Nahkampf unterrichtet. Am Ende des Prozesses schafft es nur etwa 1 von 10 Bewerbern in die Auswahl. Dann sind sie bereit für die ultimative physische und psychologische Prüfung, eine Menschenjagd. Die Auszubildenden werden in die Wildnis entlassen, nur mit einem Kompass, einer Kartenskizze und Klamotten auf dem Rücken, bevor sie von der gesamten SAS verfolgt werden. Sie sind gezwungen, sich auf jede erdenkliche Weise zu verstecken und zu überleben, indem sie das Terrain, ihre Ausbildung und ihren Verstand nutzen. Wenn sie schließlich geschnappt werden, müssen sie die anspruchsvollste Trainingsstufe von allen durchlaufen: Verhörwiderstand. Mit Kapuze und Handschellen werden die Auszubildenden auf die Ladefläche eines Lastwagens geschleudert und zu einem Haftzentrum transportiert. Dort angekommen, werden sie sofort aufgehängt und mit eiskaltem Wasser übergossen. Die Betreuer lassen sie dann in Stresspositionen zurück, während im Hintergrund weißes Rauschen läuft, um sicherzustellen, dass sie nicht zur Ruhe kommen. Wenn sie bis zu 7 Tage lang keine Nahrung, kein Wasser und keinen Schlaf bekommen, kann das dazu führen, dass starke Männer zu schluchzenden Wracks werden. Aber auch wenn sie wie kleine Mädchen weinen, scheitern sie nur, wenn sie ihre eigene Kapuze abnehmen oder ihrem Vernehmer mehr als ihre Nummer sagen. Wie du dir sicher denken kannst, geht der SAS kein Risiko ein, wenn er seine Truppen in den Einsatz schickt. Vorausgesetzt, irgendwer besteht die Ausbildung überhaupt. Die Effizienz und der Mut, der diese Ausbildung lehrt, zeigen sich in den Ergebnissen des SAS. Bei der Operation Barras im Jahr 2000 wurden 11 Männer des Royal Irish Regiment von Rebellen aus Sierra Leone gefangen genommen und als Geiseln gehalten. Nachdem die Verhandlungen gescheitert waren, griff der SAS mit Hilfe von Fallschirmjägern ein, räumte die Gebäude und befreite die Geiseln. Während ein SAS-Mitglied verloren ging, wurden mindestens 25 Rebellen überwältigt und alle Geiseln lebendig befreit. Bei einem anderen Einsatz in Afghanistan 2018 nutzte ein einsamer SAS-Soldat seine Initiative, um den Tunnel zu kriechen, in die mehrere Terroristen geflohen waren.
Während die örtliche Miliz sich weigerte, die Geiseln zu verfolgen, schaltete dieser eine Soldat alle 6 flüchtigen Terroristen in der Dunkelheit mit nichts weiter als einer Pistole aus und einem Klauenhammer, nachdem die Pistole klemmte. Das war vielleicht nicht die Standardausrüstung, aber sie hat den Job auf jeden Fall erledigt. Bei solchen Fähigkeiten ist es kein Wunder, dass diese Soldaten als Elite-Spezialeinheit gelten. Außerdem trainieren SIS-Soldaten zusammen mit den MI5 und MI6-Agenten in der Kunst der Spionage. Ein SIS-Offizier ist also sowas wie ein Navy SEAL und James Bond in einer Person. Fremdmannskorpset. Manchmal ist es nicht die Quantität, sondern die Qualität, die wirklich zählt. Du glaubst mir nicht? Dann frag einfach das dänische Fremdmannskorpset. Eine Eliteeinheit, die weniger als 350 Rekruten in ihre Reihen aufgenommen hat. Auf Deutsch bedeutet das Froschmannskorps. Und wie der Name schon sagt, sind sie eine tödliche Seemacht, die ihre Feinde zum Kreischen bringt. Die dänische Einheit, die zur königlichen dänischen Marine gehört, wurde 1957 gegründet und wählte die besten Elemente aus norwegischen, britischen und amerikanischen Eliteeinheiten aus. Ihre Hauptaufgabe ist die Aufklärung, aber diese Einheit kommt auch dorthin, wo Marineschiffe nicht hinkommen. Sie sind in der Lage, Strände, Küsten, Fjorde und Häfen mit Leichtigkeit anzugreifen, aber sie sind auch für spezielle Aufklärungsaufgaben, Schiffsentführungen, Sabotage und direkte Aktionen ausgebildet, wenn dies erforderlich ist. Es ist nicht selbstverständlich, so viel Zeit in den kalten, dunklen Gewässern der nördlichen Hemisphäre zu verbringen, und die Ausbildung, die ein Froschmann durchlaufen muss, stellt viele andere Streitkräfte in den Schatten. Militärische Erfahrung ist zwar nicht erforderlich, aber das Auswahlverfahren sortiert mehr als die Hälfte aller Bewerber in den ersten Wochen aus und trennt die Call of Duty Fanboys von den echten Profis. Du kommst nur weiter, wenn du 2,7 Kilometer in 12 Minuten laufen kannst, mit 10 Kilogramm Ausrüstung über 64 Kilometer marschieren, fast 305 Meter in 8 Minuten schwimmen und fast 30,5 Meter unter Wasser schwimmen kannst. Im Wasserteil werden die Kandidaten oft versuchen, die komplette Tauchausrüstung unter Wasser anzulegen, aber unerfahrene Taucher werden manchmal ohnmächtig und müssen wiederbelebt werden. Und all diese Herausforderungen sind nur die Basis, um aufgenommen zu werden. Von den rund 200 Rekruten pro Auswahlverfahren schaffen es weniger als 10% in die nächste Phase. Diese Phase umfasst Navigationsmärsche, Hypothermie-Widerstandstraining in kaltem Wasser, 1000 Liegestütze und 25-Kilometer-Märsche, die normalerweise an einem der Abende in der Woche stattfinden, an denen die Kandidaten frei haben. Und das alles innerhalb von 6 Wochen. In den verbleibenden 8 Monaten stehen die Grundausbildung und die technische Ausbildung im Vordergrund, die sich um Elemente wie Tauchtraining mit hohem taktischen Sauerstoffgehalt, Patrouillentraining und Bombenräumung dreht. Nach dem Abschluss folgt ein weiteres Jahr Ausbildung, bevor ein Rekrut zum Operator wird. Die dänische Regierung gibt nur selten Einzelheiten über die Einsätze der Froschmänner bekannt, aber je nach Einsatz, zum Beispiel zur Aufklärung, tragen die Teams Gesichtsschleier, um die Form von Kopf und Hals zu verbergen. Für alle, die diese Typen schon mal im Kino gesehen haben, ist das ein unheimlicher Vorteil. Außerdem sind sie dadurch viel schwerer zu entdecken, wenn sie ihre Ziele verfolgen, was sie zu einer tödlichen Kraft macht, die man nicht kommen sieht. Ich dachte immer, der Zweck einer Elitetruppe sei es, unbekannt zu bleiben, aber mit Uniformen wie diesen ist es unmöglich, nicht aufzufallen. Gibt es irgendwo ein ungeschriebenes Gesetz, das vorschreibt, dass alle Elitetruppen so aussehen müssen, als ob sie für eine Apokalypse im Stil von Mission Impossible gerüstet wären? Welche Truppe sieht deiner Meinung nach am schärfsten von allen aus? Lass es mich in den Kommentaren wissen und wenn du schon dabei bist, teste deine Scharfschützenfähigkeiten und drücke die Gefällt mir und Abonnieren-Taste, um mehr scharfe Inhalte zu erhalten. Delta Force. Du kennst sie vielleicht als US Delta Force oder einfach nur als die Einheit, aber ihr offizieller Name ist First Special Operational Detachment Delta. Viele ihrer Spitznamen sind inoffiziell, was kaum verwunderlich ist, da nur sehr wenige Leute offiziell darüber sprechen, was sie wirklich tun, da ihre Aktivitäten streng geheim sind. Neben der Terrorismusbekämpfung beteiligen sich die Delta Force an Geiselszenarien, Aufklärungsmissionen und weniger verdeckten, direkten Einsätzen. Gegründet im Jahr 1977, als die terroristischen Aktivitäten zunahmen, sollte diese Spezialeinheit der Stufe 1 ursprünglich der Öffentlichkeit völlig unbekannt bleiben. Das ist sie natürlich nicht. Aber diese Geheimhaltung bleibt bestehen. Viele ihrer Missionen sind streng geheim und selbst wenn sie im Kampf gefallen sind, weigert sich die Armee oft, die wahre Einheit des Soldaten preiszugeben. Sowas nimmt man mit ins Grab. Das Auswahlverfahren für die Delta Force ist Berichten zufolge das schwierigste der ganzen Welt.
Die meisten Kandidaten sind bereits unglaublich fähige Soldaten, die oft aus Spezialeinheiten wie dem 82nd Airborne und Navy SEALs kommen und ihrem Land im aktiven Kampf gedient haben. Aber selbst ihre umfangreiche Erfahrung mit zermürbendem körperlichen Training reicht nicht aus, um dieses harte Auswahlverfahren zu bestehen. Es besteht aus einem einmonatigen Kurs, der die Besten der Besten davor hebt. Der Besten der Besten der Besten. Die wahnsinnig anspruchsvollen Tests reichen von fortgeschrittener Fahrzeugnavigation und Taschendiebstahl bis hin zu Sprengungen und dem Umgang mit Schusswaffen. Alles ist darauf ausgerichtet, die ultimativen Zerstörungsmaschinen zu schaffen. Die meisten Details über das Verfahren bleiben geheim, aber man geht davon aus, dass weniger als 10% der Bewerber die Delta Force Auswahl bestehen. Von den wenigen, die für die Ausbildung in der Einheit ausgewählt werden, scheiden dann voraussichtlich weitere 50% aus. Von 120 potenziellen Bewerbern schaffen es also nur etwa 6. Und das an einem guten Tag. Dieses absolut brutale Regiment bedeutet, dass die Gesamtzahl der Deltas nur etwa 1000 Personen beträgt. Aber man sagt ja, die besten Dinge kommen in kleinen Paketen. Obwohl viele Details der Delta-Force-Einsätze streng geheim gehalten werden, sorgte ihre Beteiligung an der Invasion Panamas 1989 unweigerlich für Schlagzeilen. In jenem Dezember gelang es Delta-Force-Agenten, eine amerikanische Geisel aus einem Gefängnis mitten in Panama City zu befreien. Obwohl ihr Hubschrauber abgeschossen und die Agenten schwer verwundet wurden, gelang es ihnen, die Geisel und ihr Team zu befreien, ohne dass es Tote auf ihrer Seite gab. Und Tage danach überzeugte eine Delta-Einheit den tyrannischen Präsidenten von Panama, Manuel Noriega, mit psychologischer Kriegsführung davon, die weiße Fahne zu hissen. Ich kann ihn nur loben, dass er so lange durchgehalten hat. Ich hätte einen Blick auf sie geworfen und mich ergeben. Ich bin kein Feigling. Ich ziehe es nur vor, dass mein Körper keine Kugeln abbekommt. Ich habe hier nur an der Oberfläche der elitärsten Spezialeinheiten der Welt gekratzt. Es ist so gut wie unmöglich, alle Elitetruppen der Welt in einem einzigen Video unterzubringen und ihnen gerecht zu werden. Wenn du also einen zweiten Teil sehen möchtest, lass es mich in den Kommentaren wissen, denn es gibt noch so viel mehr, was ich dir unbedingt erzählen möchte. Welche dieser Einheiten würdest du angehören wollen, wenn du es durch die Ausbildung schaffen würdest? Lass es mich in den Kommentaren wissen und danke fürs Zuschauen.